Tja, dann wollte ich nochmal sprechen über meine Tankanzeige, die nicht vorhandene. Bin ich jetzt auch schon 140 Kilometer runter. Tja, und bei 200 Kilometern ungefähr geht eine Tankleuchte an. Und dann zählt mein Kilometerzähler, stellt sich um und zählt dann von 70 Kilometer oder sowas runter, wo ich dann spätestens an der Tankstelle sein muss. Ja, und das ist sozusagen meine Tankanzeige. Aber eine richtige Tankanzeige habe ich hier nicht. Würde ich mir natürlich auch wünschen, aber ja, bis jetzt habe ich da so noch kein Problem mit gehabt. Das gibt es, glaube ich, bei Ducati auch. Bei einigen großen Bikes weiß ich, dass sie keine richtige Tankanzeige haben. Ups, ein Fasan. Das ist also so ein Punkt. Der nervt mich nicht, aber den hätte ich gerne natürlich anders bei diesem Bike, ne? Ich war das vorher immer gewohnt, eine richtige Tankanzeige zu haben. Also so richtig mit Blöcken, wo man dann sehen konnte, es wird weniger. Aber das ist bei diesem Bike leider nicht der Fall. Und damit sind wir schon bei einem Punkt, ja, der mir bei diesem Bike nicht so richtig gefällt, ne? Da gibt es so Kleinigkeiten, ne, Plus und Minus, die man da mal aufzählen könnte. Das war jetzt ein Minuspunkt. Dann hätte ich da noch einen, habe ich früher auch schon angesprochen. Das waren die Spiegel. Bei meiner 650er habe ich ja damals dann Spiegelverbreiterung genommen. Die kann ich hier aber nicht anbauen, weil ich hier ja die Blinker in den Spiegeln habe. Und da kann ich nicht einfach irgendwelche Plättchen dazu bauen, die dann die Spiegel ein bisschen verbreitern würden. Na, ich habe mich daran gewöhnt. Ich sehe soweit auch alles in den Spiegeln. Aber ja, so ein bisschen störend ist das natürlich immer. Ne? Man gewöhnt sich ja an alles. Allerdings an den harten Sitz. Und Honda hat generell harte Sitze, muss ich sagen. Da konnte ich mich noch nie gewöhnen. Da habe ich sonst bei den anderen Maschinen so ein Gelkissen, das habe ich auch noch zu Hause untergelegt. Und ja, wenn ich dann über anderthalb Stunden gefahren bin, dann habe ich mir eben das Gelkissen untergelegt und das hat so diese Druckpunkte ein bisschen abgemildert, ne? Aber auch nicht so wirklich. Und bei dem Bike hier, da hat selbst das Gelkissen nicht mehr wirklich geholfen. Da habe ich mir dann eben das aufblasbare Kissen geholt, mit dem ich dann aber im Winter auch Probleme hatte. Da habe ich dann noch mal ein extra Video dazu. Könnt ihr sonst da oben mal anklicken. Werde ich dann mal verlinken. Mit dem Sitzkissen von SW Motech. Ja. Wo mir die Blase kaputt gegangen ist. Und was ich dann mit SW Motech da für eine Erfahrung gemacht habe, ist schon bizarr. Aber könnt ihr euch ja angucken, das Video. Und ja, wie gesagt, den Sitz habe ich mir dann ein bisschen weicher gemacht hier mit dem aufblasbaren Kissen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Dann noch so ein kleiner Punkt, der irgendwann dazu gekommen ist, ist die Kupplung. Also ich war es ja gewohnt bei der 500er und auch bei der 650er.
dass ich eine butterweiche Kupplung hatte, die unheimlich leicht ging. Also ich konnte sie mit einem kleinen Finger ziehen. Und das ist bei der Fireblade hier leider ganz anders. Ich meine, es ist nicht so schlimm, weil ich habe ja einen Quickshifter hoch und runter und brauche die Kupplung eigentlich nur beim Losfahren. Oder dann eben in der Stadt, wenn du wenn du an der Ampel stehst im Stau und so, ne? Aber sonst brauche ich die Kupplung wenig. Naja, und wenn man sie dann aber mal braucht und dann ja im Stau steht oder so, dann ist es schon nervig, wenn die so viel schwerer geht als vorher, ne? Und selbst daran habe ich mich natürlich gewöhnt. Das ist eigentlich auch kein Problem. Sonst habe ich eigentlich negativ an dem Bike nicht allzu viel auszusetzen. Mein gut, auf der Autobahn dann bei Vollstoff ab 260 wird es unerträglich, trotz der höheren Scheibe, muss ich sagen. Ist das nicht gerade komfortabel hier hinter. Aber die mehr als 220, 240 fahre ich jetzt meistens sowieso nicht mehr. Weil wie gesagt, ab 260 wird es dann schon ziemlich unerträglich. Und wenn man dann mal 300 fährt, dann auch wirklich nur, dass der Tacho eben am Anschlag ist, bei 299, dann auch ein bisschen höher dreht und dann war es das im Prinzip auch schon, dann reicht das. So oft hat man dazu auch nicht die Möglichkeit, also die Scheibe ist trotz der MRA-Scheibe, die ja größer ist, manchmal noch zu klein. Aber wahrscheinlich bin ich auch zu dick und zu groß. Ne, so kann man das ja auch sehen. Ja, sonst vom Dashboard her, die Anzeigen alle tipptopp. Man kann alles gut erkennen. Menüführung ist sehr gut. Einstellungen, alles tippitoppi. Die Sitzposition ist natürlich immer noch sehr sportlich. Sportlicher als bei der 650er natürlich. Trotzdem noch sehr komfortabel. Kniewinkel ist akzeptabel, habe ich auch keine Probleme mit. Also da kann ich mich nicht beschweren. Ja, und der Sound, der macht mir natürlich immer Freude. Gestern auch bei den Aufnahmen mit dem Zoom konnte man richtig hören, immer wie ab 5000 Umdrehungen dann die Klappe aufging. Das war schon richtig, ja, hat Spaß gemacht, ne? Es hat schon richtig Spaß gemacht. Und wie das dann losbrummt und knattert. Und was ich gar nicht mitgekriegt habe, oder so gar nicht mitkriege, beim Runterschalten zum Beispiel, dass da so kleine Knalle kommen, ne? Nicht richtig. Also bam, bam, bam geht das dann immer. Also du hast keine richtigen Fehlzündungen. Aber das ist schon, hört sich schon geil an. Jo. Ja, die schreit dann richtig schön los. So ab 5, 6, 7, 8.000. Da denkst du, du sitzt auf einer Formel 1 Maschine. Also das macht richtig Spaß. Ist ja heute gar nicht mehr erlaubt. 99 Dezibel oder 100 Dezibel hat die im Stand. Ne? Und ja, ich finde das schon schweinegeil. Ja, soweit erstmal zu meinen positiven und negativen Punkten von der Maschine. Und ich bin jetzt nach einem Jahr
wo ich sie fahre, immer noch so glücklich, dass ich mir die geholt habe. Also ich bereue da nichts. Und dann würde ich auch mal sagen, das war's mit dem Video. Dann bis zu meinem nächsten Video wünsche ich alles Gute und gehabt euch wohl.